Also, puh, gerade eben bin ich dem Burial Chambers gerade noch so entkommen. Der Boss hat mich zwei, dreimal ganz schön erwischt. Ich hoffe, dass ich jetzt nochmal Burial Chambers mache, dass es nicht ganz so schlimm wird. Prozent Less Effect on Curse of Curses and Monsters ist eigentlich schon. Naja. No risk, no fun. Wir haben 2% gemacht. Das ist echt wenig. Schauen wir mal, was wir mit der zweiten Variante machen. Wo ist denn meine ganzen Dingsies? Wo ist er? Irgendwas hat mir schon wieder Damage gemacht hier. Gucken wir mal, wie es so läuft. Ah, Damage, warum? Wer macht das? Das ist nicht erlaubt. Ich hab meine Golem schon wieder verloren. Cascade. Wo geht's denn lang? Geht's hier lang? Schaut so aus, oder? Ja, doch. Shit. Wo ist denn mein Golem schon wieder? Gibt es denn irgendwelche Support-Steinchen für Golems? Also ich meine, dass sie länger leben. Ich meine, nicht, dass ich die hätte oder so, aber... Na gut. Irgendwie ist das eine sehr kleine, kurze Map, kann das sein? Ich habe jetzt kaum hier Gegner gehabt. In dem kleinen Bereich. Gut, jetzt gibt es natürlich unten nochmal dann den Bereich. Wenn die richtige Richtung läuft, so, da. Gegner, Gegner, Gegner. Hier geht's voll ab. Ja, Dichte ist total hoch. Alle Mann sterben sofort. Die haben wir jetzt gar keinen Bock, die sind halt blau, gell? Die sagen sich, also ich bin ja blau. Ja. Ja, schön, dann Orb of Augmentation. Okay, was ist das? Und dann geht's auch schon wieder raus. Das ist da wieder ein bisschen eng hier. Chaos, ja. Das ist nie verkehrt. Eine Map. Tier 6. I'm happy. Wirklich. Aber ohne Spaß. Das freut mich jetzt total. Das zum Thema Map Sustain. Weil Tier 6 ist so, wo ich mich wohlfühle. Wo ich alle Bosse kann. Denke ich. Komm. Tier 7 bin ich noch nicht happy. Mein erster Versuch ging ja ziemlich in die Hose. Ich bin echt geflohen aus dem Level. Weil. Oh wow, was ist denn das? Weil der Boss mir richtig einen auf die Mütze gegeben hat. Und ich noch ein, zwei Mal das vielleicht austariert hätte, aber dann wäre es das gewesen. Und muss ja nicht sein. Das macht ja schon Sinn, zu überleben, nicht zu sterben, weil diese Sterberei ist echt zum Kotzen. Ruthless finde ich gut. Aber vielleicht, wenn es einen Ruthless Solo Weichei-Modus gäbe, wo man
nicht 10% verlieren, wenn man stirbt. Dafür langsamer levelt oder was auch immer, dann würde ich das machen wollen. Ehrlich, minus 10% sterben. Das ist so kacke. Ich tue es halt immer wieder und immer wieder, weil ich nicht achte auf mein scheiß Blut. Corrupted Blood. Dann stack ich Damage, also stack ich Arme und dann hilft das natürlich nichts. Ja? Gut. Gucken wir mal, was der Boss diesmal kann. Erstmal die Jungs hier. Oh, diesmal kann er mich sofort und instant töten. Ich bin auf irgendwas draufgestiegen. Ja, das wäre ich draufgestiegen. Jo, gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Habe ich nicht viel verloren. Und tatsächlich ist es so. Ich muss den Boss ja machen. Ich kann ja nichts machen. Klar kann ich jetzt mich heulend zurückziehen und aber ich könnte auch einfach hergehen und könnte nochmal hinlatschen. Ein Portal aufmachen, das sollte man halt immer machen. Ich nehme noch ein paar Sachen mit, weil ich mir erhoffe, dass ich hier noch Schatz rauskriege. Und dann sterbe ich mich halt durch den Boss. Ich muss einfach weg von ihm. Ich muss sehen, wohin ich laufe. Dann kann ich nämlich seinen Spikes, die da entstehen, eventuell ausweichen. Dann stelle ich ja noch ein, zwei Mal, aber dann habe ich ihn geschafft und dann habe ich den einen Punkt und dann habe ich wieder ein Prozent mehr. Es ist bitter, es ist echt bitter, aber mir fällt nichts anderes ein. Ja, der Mod ist nichts für mich eigentlich. Dieser Mode. Ich sollte wirklich was anderes spielen, weil ist eigentlich zu heftig. Ja, eigentlich gleich mit Hardcore anfangen. Gut. Let's kill the boss. Ich sehe nichts. Oh oh. Ich denn überhaupt Schaden machen? Das ist ja mal die erste Frage. Kann ich Schaden machen? Kann ich? Nee. Naja, also ein bisschen was habe ich schon geschafft. Hat da jetzt keinen negativen Effekt, wenn ich es noch die viermal probiere, die ich halt noch habe. Was Diablo Immortal wasn't a bad game until I figured out I've got grinding overnight on your phone. Naja. So wird's auch mit den vier Mal nicht klappen. Sie ist natürlich immer wieder wird sie geheilt, das ist ja auch Teil des Ruthless-Modus. Dass sie durch den Tod meiner selbst, mal schauen, wie die sich bewegt, einen Teil ihres Lebens zurückkriegt. Und die spinnt doch, oder? Was soll denn das? Die spinnt doch. Ich müsste halt irgendwie einfach von ihr weg. Das wäre doch cool, wenn ich das schaffen würde. Ich einfach nicht an ihr dran bin.
von ihr und kämpfen. Und GG. Weg, ja, das nicht so einfach. Jetzt habe ich sie ganz schön runtergebracht auf 60-65%. Na dann. Letzter Versuch, es wird wieder in die Hose gehen, klare Sache. Was ist das nochmal? Im Leben. Nee. Gut, keine Chance. Dann haben wir es auf die 50-55% runtergekriegt. Ja, haben wir. Aber das ist ja, das sagt ja alles, oder? Was soll denn das? Was soll denn das? Ach, Mädels. Schade eigentlich. So ist es nun mal.